Ich mach das jetzt einfach. Pass auf, dann kommt noch ein riesen Endboss. Das sieht halt aus, als ob das das gleiche Licht wäre, auch wie von diesem Typen, dieser Lichtschnitter, der da auf dem Dings geritten ist. Ich mach das jetzt einfach. Wir gucken mal. Kann es sein, dass wir das neutralisieren mit unserer Energie? Ah, okay. Ey, da kommen ja voll viel noch. Wir haben ja noch weitere 4 von diesen Leuchtfeuern. Da kommt ja dann doch noch einiges. Cool. Es gibt ja halt auch wirklich Leute, die krasse Builds bauen, wo du halt einfach mit einem Damage, weiß ich nicht, wie viele Tausende Schaden farmst. Also mit einem Schlag irgendwie tausende Damage macht. Interagieren. Leute, das Leuchtfeuer. Ja komm, ich spiele auf gut. Ich möchte, glaube ich, nicht... Also eigentlich würde ich gerne Adieu rufen, aber ich glaube, ich treffe jetzt meine Wahl und ich entscheide mich jetzt, dass ich das deaktiviere und für das andere kämpfe. Für den Priester. Obwohl das eigentlich mir widerstrebt. Aber ich will auch nicht, dass die ganze Welt von bösen Sachen überdauert. Ah ja, das mit der Bezahlung von ihr wusste ich. Also ich weiß, dass sie am Anfang das gesagt hat. Aber ich dachte nicht wirklich, dass es mich was kosten würde. Also wirklich an Kraft. Wieso ist das da so festgebunden eigentlich? Weil ich dachte, das wäre irgendwie ein cooles Item, das wir benutzen können oder so. Jetzt ist das schon wieder nur so eine Hinweiskarte. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Na komm, wir haben uns jetzt einmal dafür entschieden. Jetzt ziehen wir das durch. Einmal Feuer. Mirko! Immer Feuer. Wenn du noch nicht da warst, dann wünsche ich dir viel Spaß bei den Schwestern. Ja, das ist mein erster Playthrough, also ich lasse mich überraschen, aber einfacher wird es wahrscheinlich nicht werden. Könnte ich mir vorstellen. Und Hallöchen, Assassin! Was ist das da vorne? Ist sie, wie sie gebeugt hier sitzt? Warte mal. War das... Nee, das ist doch die Böse, ne? Warum sitzt sie jetzt hier? Okay, wir können nichts... Was können wir mit ihr tun? Kann ich die Standarte benutzen oder irgendwas ihr in den Kopf rammen oder so? Kann ich nicht verwenden. Kann ich nicht verwenden. Hm. Interagieren. Make your cut, Ermengarde. Da
von meinem Andenken gekriegt. Man wollte die das theoretisch beschützen? Ist die dann nicht eigentlich ein Befürworter für... Ist die dann nicht ein Befürworter eigentlich für Adur? Schon wieder Fragen über Fragen, Leute. Aber es finden beim NG Plus Run raus. Run raus. Da werde ich mich informieren vorher. Entweder machen wir das on-stream, dass wir uns dann auch Lore-Videos bzw. solche Videos anschauen und dann gemeinsam aufschreiben, wo wir wann wohin gehen müssen. Oder das mache ich off-stream, das weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Ich bin so auf das Ende gespannt, ey. Müssen wir das jetzt schon aktivieren? Oder geht's noch irgendwo weiter? It's a city of God. Perhaps I will consult us. Ja, aber wirklich? Dann haben wir ja alle aktiviert, oder? Ey, das war doof mit dem Parfum. Ich wollte das gar nicht benutzen. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Das war doch bestimmt wichtig, oder? Ey, scheiße, ich bin so unkonzentriert heute. Ey, komm. Aber wo müssen wir denn danach lang, wenn wir das jetzt, Leute... Egal, komm, wir machen es jetzt einfach. Scheiß drauf. Egal jetzt, los, let's go. Da liegt ja jemand. What? Das hat man aber die ganze Zeit nicht gesehen. Hä? Da ist dann die Burg. Da ist einfach ein anderes Feuer angegangen. Hab ihn voll in den Hoden gedreht, habt ihr es gesehen? Ah, schade, jetzt hat er mich. Ich hab ihn voll in den Hoden gedreht. Oder? Oh, da bin ich aber sowas. Und davon darf man sich nicht beeinflussen lassen. Einfach daddeln, einfach machen. Soll ich das drücken hier? Ich blicke mit Mitleid. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge.
dismiss all of their force dogma. And the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Muss ich jetzt aber das Reich der Rogar betreten? Weil... Ich gehe da jetzt rein. Komm rein in die Luzi. Oder ist das jetzt die letzte Fackel theoretisch? Ah, das wird das letzte Ding sein. Oder wie schnell ist los? Warte, woher weiß ich sowas? Alter, hab ich geile Haare. Hallo? Scheiße, ist das nochmal ein Bosskampf? Ich sehe so hübsch aus. Adieu? Ist es jetzt nochmal ein Bosskampf? Ich muss hier raus! Aber muss ich denn immer das Portal theoretisch betreten? Der beraubte Verbannte. Was ist denn das hier für ein Typ? Warum sind das Menschen? Immer ist geil. Hört mich ein bisschen an, muss ich sagen. Finde ich richtig cool gemacht. You are in the presence of a god human. Hier ist doch noch vorne irgendwer. I formed you from nothing and can just as easily destroy you. Yet you would dare defy my will. The world in which you exist is my world. Hä? My home. And yet mankind. You cheated. My own creation exiled me from it. You have no idea what it is to suffer such a monstrous betrayal. Or to endure the ages. Hier ist dann wahrscheinlich eine feste Anzahl an Leuten, die man töten muss, oder? I look upon you with pity, my lost child. Hallo Indy! For you have been deceived and enslaved by forces. Der Boss ist echt komisch. More than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Muss ich irgendwas machen?